Come here. I want to try something. Good morning to you too. Ah ja, wir probieren das jetzt ja an der Tür aus. I see. Und runter mit uns. I think we can break this down together. Sure, let me grab my pickaxe. Just trust me. Gerade nicht wechseln. Ah, jetzt dann. Drücke oder halte Rechtsklick, um physische Objekte zu zerstören und Gänge frei zu machen. Did you feel the way I tore the veil? Aye, I did. And we did it together. What did I do? You brought me focus. That's plenty. Can you do it again? Oh, I intend to. Okay, gut. Können jetzt also großes Krachbumm machen. Oh. Keine Sau da. Links war Loot. Rechts sieht es nicht ganz so looty aus. Immer mal einen Blick in die Bäume haben. Da geht's hoch. Dann gehen wir einmal kurz erstmal hier rüber in die Nische. Das hat das jetzt nicht mitgenommen. Das ist gut zu wissen. Immer dieser Krachmacher. So, Geld. Ich habe kein Geld, habe keine Ahnung. Ich habe ein großes Maul. Bin weder Doktor noch Professor. Naja, wobei, so stinkfaul sind wir gar nicht. Und Red eigentlich auch nicht. Der eiert hier den ganzen Tag durch die Gegend. Das ist erstaunlich viel Arbeit. Wisst ihr? Wo ist denn der Arthur? Der liebe Herr Wachmann hat es ja offensichtlich geschafft, seinen Wachturm zu verlassen. Gott, ich hoffe, seine Schuhe sind dicht. Strange place for a stockade. Farm ground, marshy approaches. Like Bannockburn. 1314. It's got to beat the English. You won the battle, but who won the war? Dunno. Not over yet. Acht Realstück, woher kommt der seltsame Name für die Münze her? Der Real ist eine spanische Währung zu der Zeit. Und acht Realen sind, also ein Geldstück ist offensichtlich zur Zeit acht Real wert. Und da die Spanier ein großes Seefahrervolk waren, ist es zu der Zeit, so wie ich das verstehe, eine gängige Währung. Leute mit tatsächlichem Geschichtswissen und tatsächlicher Geschichtsausbildung mögen mir da widersprechen, aber das ist so, wie ich das verstehe.
kann der halt nicht sagen, wie historisch korrekt das ist, aber das ist im Grunde die Ratio dahinter. Das hier sieht schon wieder irgendwie nach Gegner aus. So, aber erstmal unterm Baum durch. Drücke Rechtsklick, wenn ein THT ist, um Spektralexplosion im Kampf zu verwenden. Halte gedrückt beim Auslösen, mehr Schaden zu verursachen. Okay. Shay, do your new thing now. You'd have to die first. Lass mal nicht machen, Red. Also ich weiß, wenn wir jetzt schon gerade bei den Prinzen sind, ne, manchmal möchte ich auch eine Bombe sein und gerne explodieren. Aber ich glaube, sterben ist es nicht wert. Da hinten flattert es so ein bisschen durch die Gegend. Ja. What a hole. New England is well named. Is Scotland more pleasant? No. Scottish climate shite too. As is the food. And the music. It's an awful place. At least, that's what you tell you foreigners. Ich liebe seinen Humor. Das ist großartig. Da wächst ein. Also, das halte ich für ein Gerücht, dass da an der Palisade ein Baumpilz wächst. Hier da hinten ist wieder was zum kaputt machen. There's more of. Huch. Dead are fitful and angry. Something hinders them. Something bitter. Könnte das in diesem Wiesengeist zusammenhängen, der da in New Edentown rumeiert? Ich meine, der ist doch der Grund für all das hier, oder? Das ist doch jetzt nicht üblich, dass hier die Toten durch die Gegend rennen, oder? Mein Gut, andererseits, ist ein Land, in dem Genozid eine entscheidende Rolle spielt, also who knows? Geht's weiter. Ich würde, glaube ich, in diesem Areal gerne noch einen Moment bleiben. Wir haben hier auch was vergessen, wie mir scheint. Gucken wir uns gleich an, ob wir da nochmal zurückgehen. Für mich weiß gerade aus dem FF nicht so genau. Fog, Mud and Misery.
Reminds me of Hungary in 86. Not Christendom's finest, though, nor was it my own. You were different then. To be mad than misery is my penance. Wenn ich mir gerade nicht ganz sicher ist, wie wir da hinkommen sollten, aber das schauen wir uns einfach hier alles in Ruhe an. Hey, geht das mit denen hier auf? Ja. Ganz schön nebelig hinter. Heißt das, ich kann da gerade nicht rein? Ah, aber sie kann. Okay. These roots are too strong to be removed. I was thinking of trying my hand at them anyway. Nee. Weiter. Nee. Das bedeutet, wir klettern da jetzt da mal hoch. Aber da ist irgendwas. Ja, irgendwas produziert diesen Nebel. Letztes Mal hatten wir den Something's nearby. Where is it? Den wütenden Geist von dem Fallenstellerkumpel. I can't imagine who could live here. Den holen wir gleich runter. Ja, das ist wahrscheinlich dann im Haus. I feel something close. I need the shine. Wir will nochmal Wert machen. Da. So richtig. Ach, der ist da oben. Ach, da. Gute Güte. Schlüssel zur Schmugglerbeute. Okay. Das hat ja im Moment gedauert. Hi. Da wächst ein Pilz. Da liegt ein Beutelchen. Noch ein Beutelchen. Something's nearby. Where is it? Da. Gut. Jetzt haben wir das. Dann folgen wir jetzt einfach einmal der Linie. Hier sind wir bisher nicht hochgekommen. Weil es hier auch irgendwie nicht weiterging. Hier brauchen wir, glaube ich, dieses Pflanzendingsi. Wenn er uns das nicht markiert hat. Hätte ich da drauf schießen können? Und ja, da nicht wechseln. Creeping ivy again. As invasive as regular weeds. Ja. Wir sind ja in dieser Welt gar nicht, nee.
Nee. Da kommen wir damit nicht weiter. Okay. Ja. Dann kommen wir hier auch nicht hoch. Das ist hier. Kommen wir dann nicht weiter. I see. Dann gehen wir einmal hier rum. Hier kann man runterspringen, das finde ich jetzt aber gar nicht. Ne, für die brauchen wir offensichtlich etwas anderes. Gut. Das heißt, hier kommen wir auch nicht weiter. Aber hier. This talent of yours. How does it feel to use it? It's hard to describe. It's like an anger rush, a focused burst of frustration. Away with you. Will noch mal, wer hat noch nicht? War doch bestimmt noch nicht alles, oder? Ja, echt, war das so einfach, ihnen jetzt zuvorzukommen? Nee, weil die Leichen nicht für die hier liegen, sondern für dieses Event hier. Swarming Spectres. Force them to appear with the right words of power. Okay. Dann machen wir das mal. Reveal your true self. Standing by. Watch out! Spectre possession! I have another insight. Das war jetzt doof. Das war richtig doof. Okay. Gut, gut, gut. Falscher Knopf. Richtiger Knopf, das war jetzt aber nicht das, was ich wollte. Wir haben die Sonderfähigkeit nicht genommen, wir wollten doch eine andere. Ganz schön zäh, die Mistschweine. Die dodgen meine Schüsse, das bin ich kein Fan von. Mach hier fast keinen Schaden.
Okay, ich glaube, ich muss echt verhindern, dass das mit der Possession überhaupt losgeht. Ansonsten muss ich mich ewig durchwurschteln. Ja, nee. Das wird so nichts. Ich meine, gut, ich bin auch wirklich schlecht gestartet. Ja. Okay. Pass mal auf. Ich mache eine kurze Pause. Sammel mich einmal. Und geh einmal kurz wohin. Und wir sehen uns gleich wieder.
merke schon, irgendwas funktioniert da nicht. Die Frage, es kamen keine Fragen. Er spielt nur die Antworten aus. Interesting. Da muss ich nochmal hin. Na, warum? Das ergibt kein. Eigentlich ergibt es keinen Sinn. Aber ich werde dem nochmal nachgehen. So. Bin ich wieder? Gut. Naja, wir haben jetzt dann den. Wir haben den Kampf jetzt einmal vergeigt, ne? Das wird dann jetzt natürlich viel, viel cooler. Jetzt gebe ich mir da mal noch mal Mühe. Did we miss a few? Time for me to shine. Hab mich wieder mit dem aufgehalten. Das ist ja natürlich nicht so cool. Spectre heading for that corpse. Du definitiv nicht. So. Okay. Gott, wir machen da wirklich fast gar keinen Schaden dran. Kann es sein, dass wir den priorisieren müssen? Machen wir halt auch fast keinen Schaden dran. Der dodgt auch unsere Kugeln. Der dodgt sie nicht, aber dem sind sie egal. Nee. Den kriegen wir so nicht klein. Das müssen wir mit Thea machen. Ich hänge hier am Zaun. Macht jetzt auch nicht signifikant mehr Schaden. Hat so ein bisschen gezwiebelt. Oh. Das kommt davon, wenn man nicht guckt, wo man hinläuft. Ja, das ist mit dem Gewehr immer noch nicht optimal. Aber immerhin kommen wir irgendwo an.